Die Frage der Fokussierung auf kurzfristige Gewinner, kurzfristige Ergebnisse, da sehe ich einen sehr großen Unterschied. Ich muss es immer vergleichen, natürlich auch mit meinem eigenen Umfeld, wo ich herkomme, mit Deutschland. Die Fokussierung auf die kurzfristigen Ergebnisse ist schon sehr hoch. Das ist sicherlich auch damit zu begründen, dass in Amerika eine ganz andere Börsenkultur herrscht, dass dort eben das ganze Geschehen sehr quartalsgetrieben, sehr ROI-getrieben ist, börsengetrieben bis hin eben in die Altersvorsorge, sodass die einzelnen Personen auch da stärker in dieser Denke drin sind. Und in Deutschland ist das, ich würde sagen, allerdings noch nicht so der Fall. Auch hier kann man feststellen, dass in zunehmendem Maße eben am Monatsende oder am Quartalsende die Verkäufer eine Gangart zulegen und versuchen eben ihre Zahlen zusammenzubekommen. Aber in den USA war das, und da ist Kanada, steht dem nichts nach, war das von Anfang an eigentlich so. Das ist meine Erfahrung, dass sich da auch wenig geändert hat über die letzte Zeit.